Hey, lieben Bookchatters! Hi! Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. In dieser Folge haben Moritz und Melvin ganz tolle Bücher für euch, die sehr besondere Themen ansprechen. Wir kämpfen heute für mehr Akzeptanz und für das, was man ist und was man sein will. Und ich habe eine ganz besondere Liebesgeschichte mit Tiefgang und wichtiger Botschaft. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Wir würden uns freuen. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Also, mein Buch hat den Titel »Mein Bruder heißt Jessica«. Hinter dem Titel steckt ja so ein kleiner Widerspruch. Man fragt sich, okay, wie kann der Bruder Jessica heißen? Aber dahinter verbirgt sich wirklich eine Geschichte mit super viel Tiefgang, von der ich denke, dass jeder sie gelesen haben sollte. Okay, also allein der Name vom Buch klingt ja schon total interessant. Ja, genau. Also es geht um diesen jungen Sam, der eben einen großen Bruder hat namens Jason. Und dieser große Bruder ist für ihn sein absolutes Vorbild. Er ist der beste Footballer der Schule. Er ist wie so ein kleiner Star und alle lieben ihn. Er wird auch als sehr fürsorglich und liebevoll beschrieben. Und die sind quasi so eine Vorzeigefamilie, denn ihre Mama ist Politikerin in einer sehr hohen Position. Und so hat eben diese ganze Familie eben ein Bild von ja, dieser perfekten kleinen Familie. Dann kommt doch nur sein Bruder abends irgendwann an den Esstisch und sagt ihnen so, okay, ich muss euch was gestehen, mir liegt was auf dem Herzen, dass ich schon lange loswerden will. Ich fühle mich nicht wie ein Junge, ich fühle mich wie eine Frau im Körper eines Mannes. Und damit bringt er auf einmal so dieses scheinbar perfekte Bild der Familie auf einmal so ein bisschen durcheinander. Und dann ändert sich natürlich einiges. Wie die Familie damit umgeht, ist die denkbar schlechteste Art, wie man mit einem Coming-out umgehen kann. Die machen wirklich so viel falsch, so viel Fehler, es wird in so viel Fettnäpfchen getreten, obwohl sie eigentlich alles irgendwo richtig machen wollen. Jeder will eigentlich nur das Beste für Jason, der eben Jessica genannt werden will, aber dabei machen sie so viele Fehler. Der Vater sagt direkt, okay, er muss zu einem Psychiater, er ist verrückt oder wir können Elektroschocktherapie ausprobieren. Was? Die Mutter verzweifelt total, weil sie Angst hat, dass das Bild der perfekten Familie eben durcheinander gebracht wird und von Medien vielleicht schlecht dargestellt wird und dass das ihrer politischen Karriere schaden könnte. Dann hat der kleine Bruder natürlich Angst, seinen großen Bruder zu verlieren, weil er sagt, aber ich habe doch einen großen Bruder, keine große Schwester. Und er will ihm auch irgendwie helfen, macht dabei aber auch total viel falsch. So reagiert die Familie auf die denkbar schlechteste Art. Und so sieht man sich selbst ja auch irgendwie in der Rolle von diesem kleinen Bruder, weil der Leser ist ja jetzt nicht jemand, der diese Thematik durchmacht, aber wir können uns in jemanden hineinversetzen, dessen bester Freund diese Thematik eben durchmacht. Wie jeder von uns weiß, wie es jetzt wäre, wenn der Freund irgendwie sagt, hey, ich fühle mich eher wie ein Transgender, dann denkt man sich, okay, wie reagiere ich da drauf jetzt? Und dieses Buch zeigt einem wirklich alles, was man falsch machen kann, was man nicht machen sollte und auch eben alles, was man machen sollte, um diese Menschen einfach zu unterstützen. Aber hat er dann zumindest Unterstützung aus dem Freundeskreis bekommen? Auch nicht so wirklich, denn er war ja vorher super beliebt, jeder mochte ihn, aber auch in der Schule fangen Leute dann an, eben hinter seinem Rücken über ihn zu reden. Also er wird nicht direkt gehänselt, weil er eben in einer sehr hohen Position ist, aber es wird eben hinter seinem Rücken geredet und es spricht auch sehr diese Thematik an, wie viel Schaden es macht, hinter dem Rücken über Leute zu reden. Man denkt immer an selbst, die merken das nicht, aber sie merken es eben. Also das nimmt man absolut wahr und dass man deswegen auch für sich selbst nochmal reflektiert und nachdenkt, okay, wie gehe ich mit dieser Thematik um? Wie rede ich über diese Menschen und wie denke ich auch über diese Menschen? Da gibt es einiges, was man aus diesem Buch wirklich lernen kann. Okay, also klingt wirklich super interessant, die Perspektive, aus der es erzählt wird. Warum würdest du dieses Buch uns empfehlen? Hauptsächlich auf jeden Fall dadurch, dass es informativ ist. Wie gesagt, man kann einiges davon lernen, auch für die eigene Denkweise auf jeden Fall. Dann, dass es sehr viel Tiefgang hat, mit sehr viel Liebe erzählt wird. Man merkt auch, dass der Autor dem Thema nahe ist. Der Autor ist selber schwul. Und es ist an manchen Stellen einfach absolut witzig. Also, was ich sonst eigentlich nie mache, wenn ich ein Buch lese. Ich muss an manchen Stellen einfach wirklich laut lachen. Und da deckt das Buch das eben auch ab an der Stelle. Also das heißt, es ist auch sehr aufmunternd geschrieben und nicht dauernd so traurig, dramatisch. Ganz genau. Auch wenn es an manchen Stellen eben traurig ist und seinen Tiefgang hat, was auch wirklich gut ist, hat es eben manche Stellen, die einfach urkomisch sind, weil einfach uns so der Spiegel vorgehalten wird, wie wir manchmal Vorurteile haben, wie wir über Menschen denken und was wir auch eben tun, um uns selbst gut zu fühlen und dadurch irgendwie andere Leute schlecht reden. Dadurch wird uns so der Spiegel vorgehalten und es wird auf so eine lehrreich, aber trotzdem super witzige Art erzählt, dass ich dieses Buch wirklich nur jedem empfehlen kann. Und an die Bookchatters, die dieses Buch schon gelesen haben, sagt mir mal bitte, hat es euch genauso gefallen wie mir? Habt ihr es auch so genossen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Was ich an den Bookchatters auch liebe, ist, dass man immer mal wieder was anderes zum Lesen bekommt. Ich meine, ihr kennt mich, ich bin ja eher so der Typ für ja, die Gruselgeschichten, die härteren Sachen, aber ich glaube, es ist ab und zu auch gar nicht so schlecht, mal so die emotionaleren
Seiten durchzublättern und vielleicht kann man ja eben auch was draus lernen. Ja. Und da habe ich ein extrem tolles Buch für euch und zwar The Music of What Happens von Bill Konigsberg. Einsteigen würde ich mal mit den zwei Charakteren, um die es geht, und zwar einmal Max und einmal Jordan. Max ist eher der sportliche Typ, der mit den Coolen abhängt, mit seinen Kumpels, auch ab und zu mal zockt. Und Jordan ist komplettes Kontrastprogramm. Er ist eher dünn, schlaksig, schreibt gerne Gedichte und hängt mit Mädels ab. Und er arbeitet mit seiner Mutter zusammen in einem Foodtruck. Das Problem bei der Sache ist, Jordans Vater ist leider gestorben und hat einen Schuldenberg hinterlassen. Und Jordan und seine Mutter versuchen, den eben Stück für Stück abzuarbeiten. Und eines Tages bietet sich Max eben an, ihn im Foodtruck zu unterstützen. Und dabei wird es sehr interessant, weil so zwei komplett unterschiedliche Welten eben aufeinandertreffen. Einmal Jordan, einmal Max. Und beide haben auch so, wie wir, solche Gedanken wie, ist das wirklich meine Liga? Der ist doch viel zu hoch. Der kann mich doch gar nicht mögen. Er ist so sehr sportliche. Ich bin so der Dünne. Passt das überhaupt zusammen? Und das ist wie bei uns und das ist echt süß beschrieben. Und gibt eben so dieser Liebe eben so Stück für Stück mehr Aufbau und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das zu lesen, wie sie sich auch ja durch gewisse Fragen und Formulierungen versuchen so herauszufinden, ob der jeweils andere vielleicht auch schwul ist, zufällig. Das macht das Ganze so mitreißend und auch dadurch, dass alle Zustände eben so beschrieben werden, sowohl was äußerlich passiert, der Druck durch die Öffentlichkeit, vielleicht auch eben durch Freunde oder Familie, als auch so die inneren Gefühle und Gedanken eben. Dadurch, dass die so ausführlich beschrieben werden und wie sie auch eben damit umgehen. Ja, es ist, wie gesagt, eine richtig, richtig süße Liebesgeschichte. Und ich glaube, es macht sogar gerade dadurch, dass sie eben nicht wissen, ob sie beide schwul sind oder nicht, noch so ein bisschen mehr spannender, weil sie es eben so herausfinden müssen, ob das allein schon aus dem Grund vielleicht nicht passt. Oder so vielleicht doch. Rantasten dann. Ja, das ist so ein richtig schönes Stück für Stück Rantasten. Und am Anfang sind sie auch noch eher so gegeneinander. Und dann Stück für Stück kommen sie sich vielleicht ein bisschen näher. Aber genau das kann ich dazu natürlich nicht sagen. Denn dafür müsst ihr das Buch natürlich selber lesen. Also es klingt wirklich nach einer tollen Geschichte. Aber was würdest du abschließend sagen? Warum kannst du dieses Buch empfehlen? Ich kann dieses Buch empfehlen, weil es wirklich eine wundervolle Liebesgeschichte ist. Und das sage ich, obwohl ich eigentlich andere Genre bevorzuge, aber das ist wirklich, das hat mich wirklich voll überzeugt und auch mitgenommen. Und es ist wunderschön beschrieben, auch sehr genau beschrieben und zeigt auch sehr viele unterschiedliche Facetten. Und deswegen wird dieses Buch auch auf keinen Fall auch nur zu einer Sekunde langweilig. Okay, das kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Das wäre super. Ich kann es dir nur empfehlen. Und das geht an euch da draußen, ihr lieben Bookchitters. Habt ihr ein Buch, das euch dabei geholfen hat, eure Gefühle ja besser verstehen oder einordnen zu können? Dann gebt uns diesmal eine Buchempfehlung und schreibt es gerne in die Kommentare. Es wird uns wirklich brennend interessieren. So, leider sind wir wieder am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Wie immer gibt es alle heute behandelten Bücher natürlich im Hugendubel Buchhandel, online oder in der App. Und übrigens, hier könnt ihr ganz entspannt weiterschauen. Hier findet ihr die Links zu den Büchern und hier, ganz wichtig, abonnieren, damit ihr auch auf keinen Fall mehr was verpasst. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.